Was geht? Zu einer neuen Folge Project 4. Nach Monaten des Ignorierens, nicht mehr Teilnehmens und wir haben vergessen, die Videos freizuschalten. Geht's wieder jetzt weiter? Haben wir jetzt wieder großen Spaß. Ja, Spaß pur mit Nova. Ja. Ich spiele Abatur. Das wird übrigens, also eigentlich könnt ihr direkt wieder ausmachen. Das wird nämlich Cancer pur. Lane Präsenz ist da. Nicht durch Artanis. Und das große Problem ist eigentlich Nova, die heißt nämlich Angel of Death, da bin ich schon... Nee, aber das, du siehst hierbei, dass wirklich die Artanis-Präsenz immer weiter zunimmt. Artanis ist einfach der beste Hero des Spiels. Nee, beste würde ich nicht sagen, weil er ist schon sehr, sehr stark. Er ist der beste Hero des Spiels und darum ist er auch wieder hier zweimal präsent. Ja, Nova ist auch zweimal präsent und das nur, weil die in der Rota ist. Ja, aber die ist eine Hure, das ist... die muss gespielt werden, hier. Nova, Hure. Artanis, kleine Hure. Größer, kleiner, ne? Ja, klar, eindeutig. Ja, du hast nicht gesehen, dass ich rangezoomt habe. Ja, aber dachte ich mir so. Ja. Aber du kannst dich dann schön hier in den Busch gammeln, da unten. Ja, das war auch tatsächlich der Plan. Und dann können wir da schön fighten und du gibst mir oder dem Artanis dann den Symbionten. Und dann wird gekillt. Und dann wird er zerfickt. So, und dann wird er zerfickt. Da ist schon mal ein Toter. Bad, ja. Bad. Hier, was ist ein Schild. Ich hab auch ein Schild. Water, pick me up. Oh, soll ich gleich mal weggeben? Nein. Der Artanis will dich nur. Okay, da war Nova. Ja, Nova ist für Abatur schon ziemlich cool. Mhm, nein. Okay, ich stelle mich glaube ich nur noch hinter die Mauer. Zu ficken! Ja, aber du musst auch wirklich aufpassen, wenn... Oh, nice. Also wenn du nachher, Body Soaks, wenn wir am... Wie heißt... Wir am Immortal sind, dann kannst du echt versuchen... Dass du so wenig Aufmerksamkeit erregst wie möglich, damit der nicht von Bodystalken erwischt wird. Aber das Bodystalken brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch, dass wir das brauchen. Aber wir tötet ja gerade gut. Ja, das stimmt schon. Wir sind hier mitten im Geschäft. Ein Killing-Spray. Ich spiele aber gerade, glaube ich, zum vierten Mal und ich finde den immer noch nicht gut. Also ich kann den zumindest nicht. Ja, so ist so das Brighton-Phänomen. Dein Brighton. Mein Brighton-Phänomen. Aber Brightwing ist doch schon ziemlich schäbig. Aber ich glaube, ich kaufe als nächstes Ute. Ich brauche nämlich noch einen Supporter neben Karazim und Tyrant, den ich spielen kann. Weil wenn wir keinen zweiten Supporter haben, ist Tyrant nutzlos und wenn Karazim weggepickt wird und der wird oft weggepickt, dann ist das auch kacke. Und ich glaube, Ute ist schon ziemlich cool. Ja, ich glaube auch. So, jetzt können wir schon mal hier helfen. Ich würde sagen, wir sollten deathen, oder? Ja, irgendwie schon. Okay, da haben aber nur teilweise die Leute Bock drauf. Push einfach mal eine Kuba, ne? Ja. Hau mal drauf. Kuba hier oder wo ist Kuba? Ich muss schilden. Ich weiß nicht, wo Nova ist, ich bin aber weg. Gib jemand anderen was. Ah, Tarnus Chasen ist immer noch so eine Sache. Ja, der hat schon kein Disengage, also du siehst nicht. Ja, das stimmt schon. Im Gegensatz zu Anubarak. Nice, gerade noch gekillt. Yes. Ich stehe die ganze Zeit auch noch auf der Lane. Kriegt davon XP? Nein. Also... Nice, Nova getötet. Ja, das ist schon mal gut, das heißt, ich kann über Body Soaken. Nice, Hammer. Hammer, Hammast! Ja. Die Sache ist, das bringt eigentlich gar nichts, außer dass wir halt mega den Lead kriegen gerade. So die Sicherheit. Spielmäßig ist es echt mega gerade. Oh, fuck. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ja, hätte mich auch sehr gewundert.
Also, Bot kriege ich gerade aus irgendeinem Grund. Ich weiß gerade nicht, wie unsere Taktik hier ist. Ich würde sagen, die Taktik ist, ich stoke gerade eine Lane und ein Hellbolt abzählen. Ja, aber wir werden auf jeden Fall das Teil. Ja, ihr verliert den Immortal auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich scheißegal. Fuck, tot. Gönn dir mal die Botlane. Ja, wir sind aber gerade viel gestorben. Ja, okay, du hast Türme zerstört. Ja, ja, klar, aber auch unser Level ist, glaube ich, ganz okay. Unser Level ist ganz okay, so mittelmäßig prächtig. The light of the crystal arch shines on. Must not delay. To me, mortals, I march for help. Aber solange du nicht den berühmt-berüchtigsten Stepper-Turm machst. Der slappt alles weg. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich hier für Skills nehme. Die nehme ich hauptsächlich aus Gründen Sicherheit. Okay. So, du hast unten mehr gepusht als die Immortal. Ja, diese. Wir nehmen das Split-Push gerade auf. Ja, ja, ich, also die XP kriegen wir zumindest auch hier, aber. Ich weiß nicht, warum der gerade nicht den Arcanus angegriffen hat. Security. Ja, okay. Das könnte der Grund sein. Das könnte der Grund sein, dass sie den einfach töten. So instant in einer Sekunde instant. Aber wir machen jetzt nur das Camp. Und wir haben unseren PC-Vorteil ziemlich schnell wieder verloren. Ja. Weil alle mal sterben. Die, wir haben nur noch zwei Level vorne und die hatten halt in den Morgen, ne? Ja. Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh fuck, die haben das Camp oben gemacht. Ah, ich auch. Aber du hast ja die Escape Spell. Naja, ich weglaufen. Ja, weglaufen. Nicht rein. Fuck, wir sterben jetzt wieder alle. Aha. Aus Gründen der. Nein. Stimmt. Das Problem ist, die sind jetzt gleich Level 10, während die Immortal da ist. Das finde ich ein bisschen kacke. Kacke. Jawohl, überlebt. Destination confirmed. Unser Feld hat aber auch richtig Bock, um richtig tief reinzugehen. Okay, durch dich kriegen wir zum Glück jetzt schnell Level 10. Naja. Das ist auch nicht der einzige Grund, warum ich hier bin. So mega risky. Ah, jetzt haben wir Ulti. Nice. Was soll ich denn nehmen? Pushen oder klonen? Ich glaube, klonen ist richtig auf der Map, oder? Ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja. Habe ich so gehört. Alter, ich werde so gebodyblockt, dass ich so kacke. Ob der. Aber der Felsen ist schon ein bisschen scheiße. Mhm, ganz schön. Ja. Das ist ja Attack-Check in 1990. Push lieber in der Zeit die Toplane ein bisschen. Ah, die Botlane ist ja jetzt am Vor. Ja, der klar, durch die komischen Passivteile. Ja, und das Vor hat jetzt gleich keine Schüsse mehr.
sagt er, wenn er fightet, ne? Ja. Das Problem befestigt ist, der jetzt gerade in der Anubara-Bulti. Wir fighten. Versucht die Jaina zu fokussen. Hab's, yes. Sixte? Okay, durch den Artanis brauchte das gar nicht mehr gemacht werden. Aber die könnten wir jetzt kriegen mit ja, zwei Toten. Ja, ich glaube auch, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber die Nova macht halt hinten den, ne? Okay, dafür ist der Moradin jetzt beschäftigt. Wir müssen jetzt nur beobachten, wenn die jetzt auf einmal anfangen, Damage zu machen. Und dann müssen wir eingreifen, weil Rushen tut mir jetzt gerade nicht so schnell. Warte. Terminator, terminated. Oh fuck. Kacke. Ja, die haben uns gerade zerlegt. Jo, ich hab auch die zerlegt. La la la, I can't help him anymore. Ich mach mal Triple Panda Power und versuch den schnell tot zu rushen, weil mir ist ja egal, wenn meine Triple Panda sterben. Ja, eigentlich müssten wir unten mal retten, ne? Aber warte, ich schaff das. Ich kann auf dich nicht draufgehen, wenn du in der Form bist. Jetzt ja, aber jetzt. Nein! Wir hätten doch gerade auf den Bauch gekommen. 69. Moving now. Das ist ja so unfassbar knapp. Oh, das ist gerade so ärgerlich. Ja, ganz schön. Ganz schön ärgerlich. Die Ulti ist gar nicht mal so einfach. Weil du einfach alles spielen musst und können musst. Ja. Den hast du jetzt gerade geklont gehabt. Ah, Fetze. Kannst du Fetze? Ich geh mal kurz weg, denn ich fühle mich da gerade gar nicht so sicher. Ja. Kannst du Fetze spielen? Ja, also ich hab den mal auf Level 6 oder so gespielt, aber das war's auch. Ja, aber dann kannst du ihn ja nicht. Ja gut, du kannst auch andere Champions auf 9 nicht, weil du einfach scheiße bist, aber... Ja, aber das kann ich bei dir auch bestätigen. Ja. Zumindest, aber nicht bei Leuten, die Level 9 sind. Ja, mit Jaina bist du jetzt nicht so gut. Ich spiele Jaina eigentlich nie. Mit ja, siehste? Ich meine, die spiele ich nie. Siehste, aber du hast sie auf 9. Du kannst nicht sehen, ob ich gut oder schlecht bin. Aber ich vermute es mal. Und du gibst mir aber keinen Gegenbeweis. Du musst erstmal einen Beweis bringen, dass ich schlecht bin. Ah, das sehe ich ja in deinen anderen Leistungen. Das hat ja nichts mit Jaina zu tun, ja? Ja, der hat gesessen. Ja, aber kann man schon so denken. Ja, ich kann man schon sieht, der feedet halt mit so 90% aller Leuten so richtig. Aber Support kann ich. Ja, aber... ist jetzt nicht die Leiste. aber das kannst du. Ja, du kannst das nicht. Also so, ja. so einfach scheint das nicht zu sein. Ja, ich gehe zu tief rein. Sagen wir so, du hast ein gutes Positioning. Besseres als du zumindest. Gedreckt! Was? Mein Positioning ist mega. Mega scheiße. Ich werde sehr wahrscheinlich sterben einfach. Ja, wenn ich Muradin stun, dann sieht's aber schlecht aus. Ja, der hat aber den Stun schon gefailt. Gefailt? Ja. Da kenne ich noch einen, der aus dem Stun failt. Mit Muradin. Ja, der ist sich hier. Nee, deine Mutter, dachte ich so, aber. Ja, wo kommt jetzt meine Mutter? Keine Ahnung. Oh fuck. Warum bin ich überhaupt der Einzige, der hier rumhockt? Weil du ein Spacken bist.
Warum bin ich schon wieder in einer Warwalk? Was macht der Fels denn da? Warum? Okay. Gib mir einen Sack. Nee, ich meinte jetzt eher den anderen Fels. Ja, das haben wir doch schon festgestellt, was der Dreck ist. Ja. Warum ist er auch tot? Ja, das ist richtig. Zumindest ein Slapper-Tor. Machst du jetzt echt eine Slapper-Tour? Ja, ich muss dieses Camp kaputt kriegen. Ja, das stimmt. Wir sollten, glaube ich, echt mal deffen. Oh fuck, Mova ist am Arsch. Ach kacke, das ist ja gar nicht unser Mova, Dino. Nee? Nee. Haben wir einen Moradin? Ja, wir haben Moradin. Nee, wir haben keinen Moradin. Ja, ich weiß, deswegen war das nicht. Ja, macht Sinn. Ich kann euch nicht helfen, solange die Lane hier am Verlieren ist. Ja, ich weiß, aber... Alter! Wie oft hat ein Moradin seine Ulti? Alter, typischer Atan ist. Kein Problem. Tarnis ist einfach nicht tot. Okay. Broken as fuck. Tarnis ist einfach der Beste. Nein, der Zweitbeste. Der Beste. Wow. Ja. Gut. Ich merke, der ist echt der Master. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Idee war. Never mind! Das war eine schlechte Idee! Nova Ulti One-Shot mich einfach. Kann man den Tunnel eigentlich abbrechen? Weiß ich nicht. Okay. Ist auch egal, das ist das letzte Mal, dass ich den Champion spiele. Ich habe Abathur noch nie gespielt, darum kann ich den nicht so viel. Ah, so schlimm ist es gar nicht, ey. Ich habe das 2,5-fache von What? Siege Damage. Sehr gut. Bin ich auseinandergenommen. Mit Stil. Viel, ja, aber auch mit so einem One-Shot. So, Jaina macht ein bisschen Damage. Jetzt habe ich vorher gar nicht überprüft, wie es ist. Ne? Natürlich schade. Das heißt, entweder schreie ich jetzt mega rum oder bin mega leise. Ja, das klappt. Ich schreie immer mega rum, du hast einfach so. Ja, gut, das liegt aber daran, dass ich einfach immer am Schreien bin. Ja, die Nachbarn beschweren sich. Aber am Computer kann man das ja auch, als ob die Autos nicht mehr. Die Nachbarn beschweren sich auch immer so. Ich Der fuckt mich immer ab, mitten in der Nacht. Schreien die rum. Schreien die rum. Wer schreit rum? Okay, danke für die Info. Schrei selbst schon. Haben die das Bock nicht zu töten? Ja, bestimmt. Ja. Nein. Ey, das passen die Distanz. Worth it. Okay, ich bin dann schlechter, aber für das ist ja ein. Hat das jetzt echt gereicht an XP? Ja, will ich hoffen. Wie viel braucht es denn noch? 20.000. Ja, okay, ich glaube da... Das sollte knapp drin sein, wa? Ganz knapp. Ja, ich brauchte noch 54.000, aber das habe ich auch geschafft. Wobei, ohne Stimpack wäre das sogar echt knapp geworden. Nee, 90.000 habe ich bekommen. Na ja, gut, wegen mit... Also alleine und ohne Stimpack wäre das knapp geworden. Ja, alleine ohne Stimpack habe ich 59.000 bekommen. Ja, dann wäre es knapp, da ist die 59.000, genau. Ja, in dem Sinne der letzte Avatar von mir. Ja, für immer. Wahrscheinlich. Und damit viel Spaß. Tschüss.